Mit einem Ständchen zum 33. Geburtstag von Teammanager Christoph Preuß begann das erste Eintracht-Training für die neue Bundesliga-Saison. Nach Laktattest, Trikotvorstellung und sportärztlichen Untersuchungen in den vergangenen Tagen stand am Freitag unter dem neuen Trainer Thomas Schaaf endlich die erste Trainingseinheit auf dem Platz auf dem Programm. Wir freuen uns jetzt natürlich endlich auf den Platz zu kommen, alle anderen Dinge erledigt zu haben und uns um das Wesentliche jetzt kümmern zu können. Das ist gut. Nicht nur das Trainerteam ist neu, nach den Abgängen von Leistungsträgern wie Sebastian Rode, Pemen Schwegler, Sebastian Jung und José Lu wird die Eintracht bekanntlich auch mit einer deutlich veränderten Mannschaft in die neue Runde gehen. Besonders in der Offensive wird er dabei den 13. der Vorsaison noch etwas tun müssen. Natürlich schauen wir uns um. Es ist kein Geheimnis, dass wir natürlich auch für die Offensive schauen. Und was dann aber dabei rauskommt, da müssen wir uns alle gedulden. Ich muss mich gedulden und Sie dann zwangsläufig auch. 6 Wochen hat die Eintracht Profis Urlaub. Bei den ersten Einheiten steht das Kennenlernen des neuen Trainerteams natürlich im Mittelpunkt. Ja, also das Umschwung ist es klar. Es ist ein komplett neues Trainerteam, bis auf die 2 Fitnesstrainer, die geblieben sind. Und ja, man hat schon gemerkt, dass sein Grundsatz auch ist, dass er hat gesagt, dass er viele Euroleague-Spiele gesehen hat, dass er da die Euphorie einfach wieder entfachen will hier. Und die ganzen Fans dann auch mitreißen will, dass wir einfach wieder dann beeindruckenden Fußball spielen. Und das ist halt, denke ich, auch das große Ziel. Dass wir einfach uns die Aufgaben vornehmen hier, die richtig bearbeiten, intensiv im Training sind, dass wir möglichst schnell zusammenfinden, dass wir die Spielidee, die wir haben, dass wir die auch verfolgen, dass jeder sie auch kennt, dass jeder dann eben auch seine Leistung abrufen kann, dass er das, was in ihm steckt, was ihn besonders macht, dass er das natürlich auch zeigen kann und dass wir ein erfolgreiches Spiel hinlegen können. Knapp 1,5 Monate sind es bis zum ersten Pflichtspiel am 16. August in der ersten DFB-Pokalrunde bei Viktoria Berlin. Eine Woche später steigt im eigenen Stadion der Bundesliga-Auftakt gegen Freiburg. Ab Sonntag steht in Norderney beim ersten von 2 Trainingslagern die Konditionsarbeit im Vordergrund. Es geht nicht darum zu quälen, sondern es geht darum, eine Arbeit zu vollziehen, die sinnvoll ist und die uns helfen soll, eben auch gut über die Saison zu kommen. Es ist nun mal so, in der Vorbereitung werden die Grundlagen gelegt für die Saison und je besser man da drauf ist, je besser man das umsetzen kann, umso mehr kann man dann nachher auch in den Spielen davon profitieren. So, das ist unser Ziel.